Du hast gerade den Link zu deiner neuen Liga bekommen oder bist schon seit Jahren bei Kickbase dabei, aber fragst dich, was ist eigentlich der perfekte Start in Kickbase? Was macht man am Anfang? Kann man überhaupt relativ viel machen? Das werden wir heute alles in diesem Video klären. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und let's go mit dem perfekten Kickbase-Start. Yes, Sir, Freunde, und damit herzlich willkommen zum nächsten Video in den Kickbase Preseason-Wochen. Es ist die Zeit des Jahres, die mir persönlich als Creator am meisten Spaß macht, weil wir auf alle möglichen Themen in Kickbase eingehen können. Während der Regular Season ist meine Planung während der Woche halt immer so vollgepackt, dass man solche Videos eher selten machen kann. Deswegen umso geiler, dass wir das, wie gesagt, in der Preseason machen können. Dafür könnt ihr auch sehr, sehr gerne ein Like und ein kostenfreies Abo auf diesem Kanal da lassen. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und jetzt starten wir, wie gesagt, rein mit dem perfekten Kickbase-Start. Ich habe solche Videos schon in den letzten Jahren gemacht, aber ihr wisst es, man entwickelt sich jedes Jahr weiter. Man hat jedes Jahr andere Muster, entdeckt neue Dinge, die man in Kickbase machen kann. Die Tipps und Tricks, die euch zur Meisterschaft führen können. By the way, dafür wird es auch noch ein Video geben. Also wie ihr eure Meisterschaft zementieren könnt, ist natürlich nicht zu 100% machbar. Aber ich werde mein Bestes geben, euch da möglichst viele Tipps an die Hand zu geben. Kommt entweder noch diese Woche oder nächste Woche. Und weil echt viele Leute gefragt haben, nächste Woche kommen auch die Kauf-Specials. Yes, Sir. Was bedeutet Kauf-Specials? Da werde ich jede einzelne Bundesliga-Mannschaft durchgehen und euch meine persönliche, rein subjektive Meinung sagen, welche Spieler man kaufen sollte. Gibt's alles nächste Woche. Jetzt gehen wir, wie gesagt, erstmal rein in den Kickbase-Start. Dafür switchen wir erstmal rüber in die App-Ansicht. Und grundsätzlich gibt es natürlich in Kickbase, wie ihr mittlerweile wisst, zwei verschiedene Modi. Also ihr könnt eure eigene Liga erstellen oder halt die Liga von einem Kollegen mitnehmen. Wir nennen es jetzt einfach mal Test. Und genau, grundsätzlich habt ihr zwei verschiedene Möglichkeiten, wie ihr es kennt. Ihr könnt entweder, also erstmal könnt ihr eure Liga auswählen. Ich nehme jetzt natürlich erstmal die Bundesliga. Ihr könnt eine Auslosung wählen. Das bedeutet, ihr bekommt ein 100-Millionen-Team und 50 Millionen nochmal an freiem Budget verfügbar. Oder ihr macht das Ganze ohne Team, dann bekommt ihr 200 Millionen Budget verfügbar. Das sind die zwei Modi in Kickbase. Und ja, logischerweise managt ihr ganz anders den Saisonstart, wenn ihr mit einem Team startet. Damit werden wir auch reingehen, denn das erste Segment, über das wir jetzt reden werden, das fällt quasi komplett weg, wenn ihr mit einem 200-Millionen-Team spielt. Ihr könnt vielleicht den einen oder anderen Schluss daraus auch ziehen, aber es ist primär, wie gesagt, für die Leute, die mit 150 Millionen und Team-Zulosung spielen. So, Freunde, wir erstellen einfach mal die Liga und kriegen hier natürlich die geile Kickbase-Animation, die wir jetzt absolut ehrenlos skippen werden. Das sollte man normalerweise nicht machen, weil es eigentlich echt geil ist zuzusehen. Genau, also ihr habt die neue Liga gestartet und ihr habt euer Team zugelost bekommen. Dann geht ihr natürlich erstmal hier in den Kader rein und schaut euch euer Team an, was ihr da Schönes bekommen habt. Wir können das mal gerne zusammenbauen. Omni in den Tor ist schon mal sehr geil. Warum, gehen wir gleich drauf ein. Und wir können es on the flight machen. Also, grundsätzlich habe ich natürlich gewisse Eckpunkte, die ich in meinem Starter-Team haben will, beziehungsweise die ich cool finde. Meine erste Intention geht logischerweise Richtung: Will ich die Spiele überhaupt aufstellen und haben oder sind es für mich nur reine Trading-Objekte? Was ich direkt sehe, was in einem Starter-Team alles andere als selbstverständlich ist, ist, dass sie einen Stammtorhüter bekommt. In dem Fall nochmal jemanden, der sogar relativ günstig ist und definitiv zu einem meiner Target-Torhüter gehört. Deswegen würde ich da Omlin direkt gerne nehmen und auch in die Verteidigung reinpacken. Ihr seht es, ich habe jetzt relativ viel Glück gehabt. Ihr kriegt einen 20 Millionen Willy Orban, der mies underpriced ist. Ist ein Spieler, der normalerweise immer knappe 30 Millionen wert war. Den würde ich natürlich auch mit Kusshand nehmen. Packen wir auch mal direkt mit rein. Kleine Bekel könnte ganz cool sein, weil er auch relativ cheap ist. Er könnte aber zum Saisonstart noch ausfallen. Ja, ansonsten haben wir noch Roussillon, der aktuell vor Puchat scheinbar noch ist. Wir haben, wie gesagt, kleine Bekel, die wir auch noch mal mit reinpacken können. Willy Orban, wenn es klappen würde, ab hier in die Mitte. Genau, also auf was achte ich, wie gesagt, am Anfang erstmal, spielen die Spieler überhaupt so? Ich weiß das jetzt, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob die Spieler spielen, checkt einfach die voraussichtlichen Aufstellungen von Liga Insider ab. Die haben da eine super große Hitrate und es macht da einfach Sinn, drauf zu gehen. Hitrate, das bedeutet einfach nur die prozentuale Anzahl an korrekten Spielern, die Liga Insider hittet, ist die größte von allen Startelf-Prognosen-Provider. Deswegen könnt ihr euch da natürlich nicht blind drauf vertrauen, natürlich immer so ein bisschen auf eure eigenen Intentionen und Ansichten achten, aber da habt ihr schon eine gute Übersicht. Nadim Amiri, Junge, das ist das beste Starter-Team, was ich jemals hatte. Amiri wäre auch komplett überragend. Paredes auch noch als super günstigen Starter. Gut, Freunde, ich glaube, ich habe gerade wirklich das mein persönliches perfektes Starter-Team gezogen. Im Sturm dann noch in Jinma, auch nicht verkehrt. Grisha Prömel auch noch. Was geht denn hier ab? Was ist denn das für ein Team? Hilfe, ist die Soko auch noch Startelf-Spieler?
Ich glaube, ich habe das beste Starterteam gerade gezogen, weil ich jemals gezogen habe. Jetzt ein Viper, guter Mann. Widmer sehe ich hinter im Vene. Ali Du sehe ich auch nicht in der Startformation. Max sehe ich auch nicht in der Startformation. Da sehe ich einen Kuku vorne. Also, das ist das Erste, was ich mache. Ich gehe mein komplettes Team durch und schaue mir an, welche Spieler finde ich grundsätzlich interessant. So, jetzt haben wir natürlich Spieler übrig. Ihr könnt durch die neue Filterfunktion bei Kickbase einfach einmal hier auf den Marktwert ein paar Mal draufklicken und dann seht ihr, ob die Spieler steigen. Das heißt zum Beispiel, in Engelhardt werde ich jetzt obviously noch nicht direkt verkaufen, weil er noch steigt. Kleine Beke fällt um 226k, da müsste man dann wirklich genau überlegen, wird er bis zum Saisonstart fit oder könnte er es nicht schaffen, weil da macht er eine Menge Minus, sollte man direkt überlegen, ob ihr den behalten wollt oder eben nicht. Generell wird fast alles am Anfang der Saison steigen, also da werdet ihr wenig Probleme haben. Genauso wie Max, den ich nicht aufgestellt habe, steigt auch um 126k. Faris Alidun 250k, sollte man auch eher nicht erstmal abgeben. Und wenn ich direkt als Kandidaten sehe, den ich abgeben will, ist Nelson Viper. Warum? Fällt aktuell um 51k jeden Tag. Ich werde ihn auf jeden Fall nicht aufstellen. Das heißt, das wäre jemand, den ich wirklich straight up sofort an Kickbase verkaufe. Warum? Ihr wollt einfach euer Geld ausmaximieren. Es gibt dann auch natürlich andere Spieler in dem Stile, die Potenzial auf die Startformation haben. Da müsst ihr dann einfach selber evaluieren. Kann der nochmal steigen vor Saisonbeginn? Wir haben jetzt noch knappe 5 Wochen vor uns, 4 bis 5 Wochen. Also die Chancen, dass der Spieler nochmal steigen kann, stehen nicht schlecht. Das muss man, wie gesagt, dann einmal abwägen und schauen, ob die Spieler dann potenziell nochmal steigen könnten. Im Normalfall ist das aber eher nicht der Fall. Wie gesagt, ich habe jetzt hier brutal viel Luck gehabt mit dem Starter-Team. Da wäre ich auf jeden Fall brutal happy mit. Mit Nadia Mamiri habe ich jemanden, der für mich einfach überragend ist. Er kostet zwar 15 Millionen, aber er wird der Main Man bei Mainz sein. Wie gesagt, Willi Orban, 20 Millionen, ist auch ein absoluter Stil. Richard Prömel, knappe 10 Millionen. Ah, würde ich vielleicht sogar überlegen, ob ich den abgeben will. Der ist nicht der beste Punkter. Merlin Röhl für mich aber auch für 5 Millionen sehr interessant. Paredes als, wie gesagt, potenziell günstigen Starter mit 4,2 Millionen sehr interessant. Sissoko wird bei den Bochumern auf der 6 starten mit 6 Millionen auch relativ interessant. Kann man aber auch überlegen, ob das einem zu teuer ist. Ein Jimmer ist ganz cool und so weiter. Das ist erstmal das allererste. Ihr geht euer Team durch, ihr macht so eine Art Bestandsanalyse und könnt das dann noch von mir aus weiter ausweiten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, Merlin Röhl finde ich ganz cool, aber vielleicht, wenn mir jemand einen guten Preis gibt, wäre ich auch bereit, den abzugeben. Dann könnt ihr auch hier auf den Trading-Tab gehen und den einfach für Marktwert auf die Transferliste packen. Was bedeutet das, wenn jetzt jemand hier auf eure Transfers geht? Bei euch wird er dann hier beim Verkauf sein, könnt den entweder logischerweise direkt an Kickbase verkaufen oder die Manager, die bei euch in der Liga mitspielen, werden ihn hier ganz unten finden und können dann potenziell drauf bieten, wenn ihr nicht zu 100% von dem überzeugt seid. Das ist das allererste, ihr macht eine Teamanalyse, ihr macht eine Bestandsanalyse und ihr überlegt euch, welche Spieler sollt ihr behalten und welche eben nicht. So, dann habt ihr erstmal euren Teil absolviert und an dem Tag, wo eure Liga startet, da solltet ihr euch ein bisschen Zeit nehmen, denn das wird sehr, sehr stressig werden. Dasselbe machen ja auch alle anderen Manager gerade. Das heißt, dieser Transfermarkt wird von den Managern so dermaßen überflutet sein, dass da so viele neue Spieler drauf kommen, dass ihr das, Punkt Nummer 2, Tipp Nummer 2, auf jeden Fall im Auge behalten solltet. Denn oftmals gibt es genau solche Situationen. Dadurch, dass die Spieler jetzt nicht mehr für Marktwert oder für einen gewissen Wert auf dem Transfermarkt gestellt werden können, um ein Angebot zu halten, ist sogar die Tendenz, dass die Leute ihre Spieler schneller verkaufen, nochmal deutlich höher, weil sie wollen ja auch keinen Verlust machen. Das bedeutet, direkt an dem ersten Tag geht ihr sofort auf den Transfermarkt und schaut euch, wie gesagt, an, wer welchen Spieler gelistet hat. Und vielleicht ist ja was Interessantes für euch dabei. Vielleicht verkauft jemand einen Amura von Wolfsburg, den er nicht haben mag. Und ihr seid der Erste, der ihm schreibt. Er denkt sich, oh, okay, kann ich verkaufen. Ihr verkauft den und macht dann einen Mega-Stil. Also sofort nach Ligastart solltet ihr euch, wie gesagt, ein bisschen Zeit nehmen. Sprecht auch mit eurem Admin ab, dass die Liga dann gestartet wird, wenn im besten Fall alle Manager die Zeit haben, auch in die App reinzuschauen, weil diese ersten Minuten, Stunden nach Ligastart sind wirklich big. Und da sollte man alles beobachten. Man sollte beobachten, wer welchen Spieler kauft, wer auf welches Profil geht. Da habe ich euch auch schon so ein Tipps- und Tricks-Video hochgeladen. Könnt ihr letzte Woche auf dem Kanal abchecken. Und habt die Liga einfach so ein bisschen im Überblick. Schaut euch genau an, wer was verkauft und seid als Erster da, wenn jemand einen coolen Spieler auf den Transfermarkt gestellt. So, und das ist prinzipiell der erste Teil, der nur dann der Fall ist, wenn ihr den 150-Millionen-Modus spielt und nicht den 200-Millionen-Modus. Für die Leute habe ich natürlich auch noch was mitgebracht, dass ihr generell da auch ein bisschen differenzieren könnt. Also alles, was ich bisher genannt habe, gilt wirklich fast ausschließlich nur für den 150-Millionen-Modus, weil eben dieser Teamstart beim 200-Millionen-Modus nicht vorhanden ist. Die weiteren Tipps, die ich geben werde, kann man auf beide Dinge anwenden. Denn das Einzige, was ihr jetzt noch macht, ist eine Kaderanalyse bzw. eine Kaderplanung und eine Bedarfsanalyse perspektivisch. Wir haben eben eine Bestandsanalyse gemacht, also einfach geschaut, welche Spieler interessant sind, welche Spieler fallen, welche Spieler steigen, bla bla bla, you name it. Und was wir jetzt machen, ist eine Bedarfsanalyse. Also wenn ich jetzt das Team hier ansehe, dann würde ich mir zum Beispiel denken, ja, ist geil, ist schön well-rounded, aber mir fehlt noch so ein richtiger Brecher.
Und die Art und Weise, wie ich gerne meine Teams baue, gut, Willy Orban ist jetzt ein Freak-of-Nature-Spieler, weil der für 20 Millionen wirklich viel zu günstig ist. Aber normalerweise sind so teure Verteidiger gar nicht mein Vibe. Wenn der jetzt 30 Millionen Euro kosten würde, wäre mein, zum Beispiel meine Analyse, ich versuche den irgendwie teuer an die Konkurrenz zu verkaufen und versuche die 30 Millionen tendenziell in die Offensive oder ins Mittelfeld zu stecken. Warum? Ich weiß, das ist eine reine Manager-Philosophie-Sache, also wenn ihr das anders seht, dann ist das vollkommen fein. Meine persönliche Tendenz in Kickbase war immer, dass du in der Verteidigung deutlich eher günstige Spieler bekommst, die einen hohen Average fahren können, als im Mittelfeld oder in der Offensive. Ich habe das Gefühl, man fährt da einfach die sichere Variante, in Anführungszeichen, wenn man sich die Big Boys in der Offensive, oder die Big Boys meine ich die teuren Spieler, in der Offensive oder im Mittelfeld holt und dann versucht mit günstigen Spielern aufzufüllen, beziehungsweise eben Spieler zu kaufen. Und Willy Orban wird wahrscheinlich wie jedes Jahr sein 110er, 115er Average fahren. Wenn ihr aber einen Spieler bekommt, der vielleicht nur 7, 8 Millionen kostet und einen 85er/90er Average fährt, dann ist die Diskrepanz zwischen beiden Spielern nicht so hoch. Beim Stürmer, beziehungsweise da kann es wirklich riesig sein. Also ein Stürmer, der zwischen 20 und 30 Millionen kostet, kann euch einen 120er Average fahren. Und ein Stürmer, der 8 Millionen kostet, kann euch einen 40er Average fahren. Aber das ist einfach meine persönliche Erfahrung, so wie ich mein Team baue. Das müsst ihr nicht machen, aber das ist so ein bisschen die taktische Herangehensweise, die ich gerne wähle. So, das heißt, in dem Team hier würde ich wahrscheinlich alles erstmal so behalten, was ihr jetzt hier seht. Die finde ich eigentlich alle grundsätzlich interessant und würde mir einfach probieren, nochmal einen Big Boy zu holen und vielleicht noch einen Mittelklasse-Big Boy. Das heißt, so 20 Millionen, 25 Millionen fände ich da auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das Geld sollte auf jeden Fall da sein. Dazu natürlich als Tipp, traden, logisch. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr geil in Kickbase tradet, morgen oder übermorgen kommt das große Trading-Tutorial. Könnt ihr euch drauf freuen. Wie gesagt, abonniert den Kanal, damit ihr das eben nicht verpasst. Schön viel traden, Gas geben auf dem Transfermarkt, damit ihr schön die Batzen macht und euch teure Spieler kaufen könnt. Und dann kommen wir zum meiner Ansicht nach wirklich wichtigsten Punkt, den habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Und das ist, dass man das Team dynamisch managen sollte und auf gar keinen Fall statisch. Was bedeutet das? Ich gehe jetzt nicht hier hin, ich habe jetzt viel von Planung gesprochen, viel von Strukturierung. Ich gehe jetzt aber nicht hin und sage, ich möchte zu 100% einen 40 Millionen Spieler plus haben. Ich möchte Florian Wirtz, ich möchte Jamal Musiala, ich möchte Harry Kane. Das ist alles schön und gut. Ich möchte die auch haben, so ist es nicht. Aber wenn ihr zu stringent mit diesen Spielern plant, verpasst ihr potenziell absolute Steals. Was meine ich damit? Sagen wir jetzt einfach mal, morgen läuft Julian Brandt ab. Morgen läuft Demirovic ab. Ihr sagt euch, oh, Demirovic, ich glaube da nicht so zu 100% dran. Der könnte cool sein, aber ich glaube nicht zu 100% dran. Das heißt nicht, dass ihr nicht drauf bieten solltet. Ihr bietet immer für Spieler das, was sie euch wert sind. Wenn ihr jetzt sagt, ja, okay, Demirovic floppt komplett, dann bietet obviously nicht drauf. Nehmen wir ein anderes Beispiel von jemandem, der normalerweise performen wird. Nehmen wir einfach mal Julian Brandt, wie eben schon gesagt gehabt. Ihr sagt euch, boah, Dortmund-Spieler habe ich gar keinen Turn drauf. Ich will lieber Leverkusen, Bayern, Stuttgart, was auch immer haben. Wenn ihr aber Julian Brandt, Marktwert, ich glaube knappe 32 Millionen, wenn ihr den für 33 Millionen oder so bekommt, das ist jetzt freaky, das wird normalerweise nicht passieren, aber ich sag's nur, ihr bietet auf jeden Spieler, der auf den Transfermarkt kommt, der für euch in irgendeiner Art und Weise relevant ist. Weil es ist schon so häufig vorgekommen, dass mir Leute geschrieben haben, ey, ich habe nicht auf den und den geboten und er ging einfach nur für 2 Millionen über Marktwert, die hätte ich auch bezahlt. Ja, Freunde, dann bezahlt sie. Ganz einfach. Also selbst wenn mein Plan ist, am Ende Florian Wirtz zu holen, das habe ich schon öfter gesagt, der ist mein absoluter Goat-Spieler für das nächste Jahr. Wenn ich aber einen Granit Xhaka für 5, 6 Millionen über Marktwert bekomme, dann nehme ich auch einen Granit Xhaka. Und das meine ich mit dynamischen Managen. Geht nicht stringent auf gewisse Spieler, auch wenn ihr die cool findet, auch wenn das eure Lieblingsspieler in der App sind oder in der Bundesliga generell sind. Ich weiß, die Tendenz ist immer groß. Ich bin auch der größte emotionale Manager. Ich darf euch da eigentlich gar keine Tipps geben. Aber das ist so der größte Tipp, den ich euch geben kann. Versucht nicht strikt mit gewissen Spielern zu planen, sondern versucht den Transfermarkt dynamisch zu sehen. Bietet das auf die Spieler, was sie euch am Ende wert sind. Und dann werdet ihr das viel bessere Team bauen. Trust me on that one. Das ist wirklich... Ich habe jetzt 2-3 Jahre in dem Stil nicht gemanagt. Letztes Jahr habe ich so gemanagt und ich bin so eine geile Strat damit gefahren. Auch wenn ich am Ende nur Vierter geworden bin, ist oder Fünfter geworden bin, ist egal. Es geht darum, wie die Saison verlaufen ist. Ich habe dafür andere große Fehler gemacht, aber das ist meiner Welt. In den letzten Jahren habe ich das in Kickbase gelernt, dass das der beste Weg ist, sein Team perspektivisch sinnvoll zu bauen. Kombiniert dazu solltet ihr natürlich auch immer eure Liga ein bisschen analysieren. Das bedeutet, schaut euch das Beat-Verhalten der anderen Manager an, macht euch da auch gerne Notizen. Ihr müsst euch keine riesigen Excel-Tabellen machen, aber es macht einfach Sinn zu schauen, wer braucht noch welche Spieler. Das bedeutet, ich gehe hier in mein Ranking rein. Gut, hier sind jetzt keine Manager, weil ich die Liga eben neu gestartet habe. Gehen wir einfach mal, gut, hier sind auch keine Manager drin. Wir gehen mal hier rein.
Ich würde jetzt zum Beispiel auf die einzelnen Manager hier drauf gehen, kann mir dann das Team von denen ansehen. Wir spielen jetzt ohne Teamzulosung, aber ich schaue mir das an. Ah, okay, der hat noch keinen Stürmer oder ah, okay, dem fehlt noch ein Big Boy. Dann wisst ihr ungefähr, wie viele Manager bei euch auf die Spieler mitbieten werden und könnt so euer Angebot auch ein bisschen anpassen. Das ist auch was, was immer bei den Overpays gefragt wird, weswegen ich immer sage, ihr müsst ihr euch selber errechnen. Ihr müsst einfach gucken und prognostizieren, welcher Manager noch auf welche Spieler gehen könnte, welcher Manager noch Geld hat, welcher Manager noch welche Positionen braucht. Und dahingehend baut ihr dann eben euer Team langsam zusammen. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen guten Einblick gegeben zum perfekten Kickbase-Start. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Lasst, wie gesagt, gerne ein Like auf dem Video da. Würde mich sehr freuen, wenn wir 700 Likes hier drauf knacken würden. Dankeschön fürs Zusehen, Freunde. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Haut rein, bis dann und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man.